bodenständig. Traditionell. Und im breitesten Dialekt. Maria Begle, Sie erzählt mir gerade sehr bildhaft, wo Sie schon eingefahren sei. Ja. eine schöne junge Frau, eine diplomierte Yoga-Lehrerin sitzt bei uns in der Gondel. Der ist natürlich aus bestimmtem Grund, sie hat natürlich eine spezielle Yoga-Art, die wir erklären. Und das hat mich sehr fasziniert. Ich habe da dürfen mal ein Foto machen in deinem Studio. Ja. Und darum hockst du jetzt auch da. Aber jetzt wollen wir natürlich zuerst wissen, wo bist du denn eingefahren? Was hast du probiert? Du bist ja sportlich sehr ambitioniert. Und jetzt hast du mal... Nein, ich habe da eine Kollegin bei uns im gleichen Haus, wo das Yoga-Studio ist, von der Stefanie Kopf, das Kopfstand. Genau, dort darf ich das Flying Yoga unterrichten. Mhm. Und dann habe ich die Bekanntschaft von der Uli Fuchs gemacht, die leitet ja das Ländle Pole Dance. Aha. Und das muss man erklären, das ist das. Das ist an der Stange, das. Ja. Hat aber nichts mit Table Dance zu tun und so, sondern es ist eine Sportart. Es ist eine Sportart, ist schon total edel. Mhm. Und unerfahren wie ich war, bin ich halt umgegangen und gesagt, das Pole Dance ist ja echt lässig, das läuft ja super aus, wenn man eure Fotos anschaut. Und sie war so total entsetzt, es sind ihr in dem Moment echt sämtliche Gesichtszüge in Glitter, wie man das so benennen kann. Und sie gleich, Maria, tut mir leid, aber das heißt Pole Dance, nicht Pool Dance, Pole Dance. Schau, dann habe ich natürlich gleich entschuldigt, es war mir echt peinlich, weil das sind so von Bars, wo nicht gerade sehr charmant sind, aber ich bin sehr beeindruckt, was die aufgezogen hat. Ja. Und sie hat ja auch mal für die Stunde des Herzens hat sie da eine Wahnsinns-Show in Dornbirn gemacht. Also ich habe den Fotos immer noch angeschaut. Das ist schon brutal mit Kraft verbunden, gell? Also eine enorme Kraft. Ich habe da die amtierende Schneekönigin übrigens, die macht auch das. Und hat bei ihrer Wahl in der Mülz hat sie das auch gemacht. Und 3 Minuten und die war völlig außer Atem. Also das muss unheimlich kräftig sein. Kommen wir zu deinem Yoga. Wie bist du da dazugekommen? Also Yoga ist ja für viele... Knopf in der Füße und überall. Ja. Aber ist natürlich entspannend, hat mit Geist, Körper und Seele zu tun. Auch. Und das hat dich angefallen irgendwie und hast gesagt, das möchte ich jetzt werden. So hat es angefallen, hat es mir überhaupt nicht, sondern ich habe mir zuerst gedacht, mein Gott, wieder die nächste esoterische Welle, wieder was, weil das artet im Moment ja echt aus. Ja. Und dann haben wir gedacht, da gehen wir mal mit Vorsicht ran und haben mir so eine DVD gekauft, so ganz verschämt im Mediamarkt, bin dann heim und habe mal gewerbt für mich und denke mir, also die große Erleuchtung ist es jetzt ja nicht, was da immer verkauft wird. Also, den habe ich halt wieder geübt und dann habe ich schon gemerkt, okay, es tut sich schon etwas. Man wird beweglicher, man wird leichter und man kommt schon mehr ein bisschen in sich selber an. Also gerade im Alltag, im Außendienst magst du das denn schon merken. Mit was hast du da geübt? Ja, halt, das sind halt so angeleitete Sequenzen mit Sonnengruß und einfach Sequenzen, wo halt jemand ohne Yoga-Lehrer-Begleitung daheim auch gefahrenlos machen kann. Wie geht ein Sonnengruß? Halt klassisch. Einatmen, anheben. Ach so. Wir kommen als symptomatisch, man möge es mir verzeihen, in einem fortgeschrittenen Alter die Ilse Buck in den Sinn. Seht ihr den Namen? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, die war am Ö3. Immer, jeden Morgen hat die Ilse Buck Übungen übers Radio. Mhm. Und die ganze Nation hat da dann vermutlich mitgemacht. Und okay, altes Thema. Auf jeden Fall. Also, das hat doch mal keinen Spaß gemacht in dem Fall. Nein. Aber ich kann mich erinnern, man ist wirklich, wenn es um jetzt Sachen ging, die man machen konnte am Frühstückstisch, kann ich mich erinnern, an meine Großeltern und Eltern hat man das doch gemacht. Ja. Zurück bitte in die Gegenwart. Also du hast dann angefangen üben, hast gesagt, da tut sich was, geistig, körperlich. Genau, und dann bin ich einfach mal in einen Kurs gegangen, haben mir das angeschaut. Die haben zum Glück eine Lehrerin gehabt, die da sehr kompetent das angeleitet hat. Und dann bin ich so ins Gespräch mit ihrer gekommen und dann ist irgendwann die Yoga-Lehrer-Ausbildung im Raum gestanden. Die habe ich dann noch gemacht und habe dann aber in ihrem Studio glücklicherweise dann gleich anfangen können. Und ein Jahr später habe ich dann ins Kopfstandstudio gewechselt. Und nach dem Fallschirmspringen und weißt du, wenn man so in der Szene drin ist, kriegt man dann schon so Inputs, was kann man auch machen, was ist gerade im Markt und was könnte mir auch gefallen. Ich bin ja immer auch ein bisschen auf der Suche, wo geht es um mich, was passt auch zu mir, weil Yoga ist ja unglaublich weit. Ja. Und da bin ich auf das Flying Yoga oder auf das Aerial Yoga, wie der Überbegriff ist, gestoßen. Ja. Haben wir das angelangt und haben gesagt, ja, da mache ich weiter. Das wird mein weiterer Weg im Yoga. Man merkt, Yoga sollte eigentlich beruhigend sein irgendwie, aber man merkt, es ist eine ganz quirlige Dame. Ja. Du hast mir schon ein Stichwort geschupft, Fallschirmspringer. Ja. Okay, ich weiß das natürlich. Mhm. Wie hat die das animiert, aus einem funktionierenden Flugzeug rauszuspringen mit dem Fallschirm? Wie kam denn die Idee?
Oder das, du hast ja da den Kurs gemacht, ja, du hast ja einen Flugschein in diese Richtung. Also das war einfach klassisch ein Geburtstagsgeschenk für meine bessere Hälfte. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, den kann ich nicht gerade allein springen lassen, also will ich auch. Und haben uns beiden da so einen Tandemsprung gekauft. Haben uns das uns eigentlich gemeinsam geschenkt. Und erst dann, so ein halbes Jahr vor mir ist er dann gesprungen. Und hat mir dann auch seine Videoaufnahme gezeigt. Und dann dachte ich, oh, super. Und dann war endlich ich dran. Ja. Und es hat so einen richtigen Suchtfaktor ausgemacht. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich. Und irgendwie hat es symbiotisiert, dieses Freie, dieses Fallen, dieses Fliegen. Also das ist das Flying Yoga, du hast uns da was mitgebracht. Ja, das ist so. Ich stresse meinen Lieblingskameramann Alex nicht, wenn du mal aufstehst, vielleicht kannst du das ein bisschen sagen. Also das ist das Tuch. Das hängt man oben an der Decke ein. Das hängt man oben an der Decke so im 50 cm Abstand. Und dann hängt das eigentlich auch. So, jetzt habe ich mich da ein bisschen verknotet. Jetzt haben wir die Daisy Chains weg. Super vorbereitet, Maria. Und so hängt das denn. Der Knoten natürlich drin, genau. Jetzt haben wir einen wunderbaren Vorführeffekt. Ja, das macht gar nichts. Wenn man es nur unbedingt einmal vorstellen kann. Also da in dieser Schlaufe. Ja, in dem Tuch hängt da man. Da hängt man den, wie hängt man den drin? Ja. Ja. Das ist so ein Tuch, wo 5 Meter Länge und etwa 4 Meter Breite und hat. Und dann tun ja so auch die Füße irgendwie einschlagen. Alles. Und alles. Vielleicht noch ein Bitte an den Kameramann, an den Alex. Vielleicht kann du ein paar Bilder drüber spielen. Wir haben da oben was im Archiv. Dass man sieht, wie das geht. Und das Tolle an der Sache ist, du hast dich jedem Alter verschrieben, wo du solches Flying Yoga machst. Ja. Das heißt, das fängt mit Babys an oder Kleinkindern? Also mit Babys wäre jetzt noch vorsichtig, die heben es nicht lang. Die schlafen denn nie? Nicht einmal, sondern die sind einfach noch gern bei der Mama. Bei unserem Fotoshooting ist ja ein Kind eingeschlafen. Ja, genau. So wohl gefühlt hat sie sich da. Okay, also Kleinkinder, entschuldige. Ja, Kleinkinder so ab drei Jahren, 3 bis 6 Jahre, die mögen das total gern, aber da musst du halt immer dabei stehen. Die kannst jetzt nicht unbeaufsichtigt im Tuch lassen. Eine Freundin von mir hat das Tuch bei sich in der Kuh hängen, wo sie sieht, wenn Kinder Hausaufgaben machen und die haben einfach mal so eine Phase, wo du merkst, und jetzt geht einfach nichts ab mehr. Ab in die Schleife. Ab ins Tuch, den schwingen die ein bisschen, hängen einfach mal über dem Kopf. Also ganz witzig. Und danach geht es wieder weiter. Oder wo sie selber sieht, wenn ich eine Ruhe haben will, lege ich mich in das Tuch und dann müssen alle anderen, jetzt müssen wir auch in Ruhe lassen. Wir nähern uns unserer Gipfelfahrt auf 14.01 der richtigen Höhe, wie es da heißt. Ganz kurz vielleicht noch, also wenn die Kinder, die du da hast, auch jetzt Teenager kann man und Erwachsene für Männer, die sich fallen lassen wollen. Ist unmöglich, selbstverständlich. Aber sie haben gerade vorher geredet. Aber man muss man zu muss halt kommen. Wenn man nicht kommt, kann man es nicht probieren. Und kann das nützen. Ja. Wie lange machst du das jetzt schon? Also das Flying Yoga selber bietet jetzt im letzten Herbst in Vorarlberg an. Mit deiner Freundin zusammen vom Studio Kopfstand. Kann man sich merken, kann man auch googlen, wird man euch zwei Mal gerne finden. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich für die interessante, lustige Fahrt jetzt da rauf. Okay, ich werde mir es einmal überlegen, das Versprechen ist da. Du hast gesehen, ich soll das genießen. Das ist zum Entspannen für mich sehr gut. Wir werden es einmal probieren. Ich sage dir danke. Ich wünsche dir viel Gesundheit und nach wie vor dein quirliges Wesen, dein hübsches, sonniges Lächeln und dass du noch viele Menschen mit deinem Hobby glücklich oder ruhig machst. Jetzt hoffentlich. In diesem Sinne, danke. Ich sage danke. Und noch einen schönen Tag. Dir auch. Danke. Danke dir. Servus. Thank you.